Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ihr habt den Titel schon gesehen. Heute geht es um Tresore. Vorab für alle, die es nicht mitbekommen haben: Es werden öffentliche Spielersuchen im schweren Modus eingeführt. Das hatten sich einige Leute gewünscht. Das wollte ich hier einmal anbringen, weil es kein extra Video wert ist. Aber damit ihr Bescheid wisst, in der nächsten Zeit wird es ein Update geben, dass man auch auf schwer Spielersuchen kann. So, kommen wir mal zurück zum Video. Und zwar Tresore. Tresore werden im Verlauf des Spiels sehr wichtig, weil Tresore Materialien enthalten, die nur dort erhaltbar sind. Gerade wenn ihr Energieaktivatoren oder Kristallkatalysatoren farmen wollt. Dort gibt es Materialien, die findet ihr nur aus Tresoren und auch nur in den verschiedenen Gebieten. Also jedes Gebiet hat Tresore und jedes Gebiet in diesen Tresoren sind andere Materialien. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade im Vespers für das Video und hier gibt es natürlich auch Tresore. Und jetzt die Frage, wie findet ihr das? Ihr könnt auf dem Controller L3 drücken, dann kommt so ein Scanner. Damit könnt ihr die ganze Welt scannen, damit könnt ihr sehen, wo sind Munitionskisten, aber auch hören, wo Tresore sind. Und wenn ich jetzt hier drücke, dann hört ihr so einen dumpfen Ton. Und dieser dumpfe Ton bedeutet, dass der Tresor hinter mir ist. Wenn ich jetzt mich also umdrehe und in die Richtung gucke, dann hört ihr einen hellen Ton. Hört ihr das? Ich meine, da sieht man da unten schon. Ich habe eben schon gesucht fürs Video. Aber so könnt ihr dann die Tresore suchen. Und wenn ihr ganz nah dran seid, dann wird das immer lauter. Und für die Leute, die Kopfhörer haben, dann hört ihr auch, aus welcher Richtung das kommt. Und so sieht ein Tresor aus. Hat bei mir auch lang gedauert, bis ich diese Tresore gefunden habe. Und bei diesen Tresoren braucht man einen Schlüssel, um die aufzumachen. Also es ist nicht einfach eine Kiste, die ihr so aufmachen könnt, sondern ihr braucht hier in dem Fall einen Code-Analysator. Da gibt es für beide Schwierigkeitsstufen, für normal und auch für schwer, unterschiedliche Schlüssel und auch nochmal verschiedene, ja, seltene Schlüssel. Das könnt ihr hier in Verbrauchsgegenstände bei Verschiedenes sehen. Dann seht ihr, dass es insgesamt drei unterschiedliche für jede Schwierigkeit gibt. Aber den Code-Analysator, einmal den präzisen Code-Analysator und einmal den ultra-präzisen Code-Analysator. Und das gleiche dann nochmal für schwer. Und was ihr da machen müsst, ist hier so einen Minigame, sage ich mal, absolvieren. Das ist, je nachdem, wie schwer der Tresor ist oder wie gut der Loot da drin ist, schwerer oder leichter. Diesen Loot könnt ihr auch verbessern. Ihr könnt das Minigame einfacher gestalten und das mit einem ganz bestimmten Nachfahren. Und zwar ist das Enzo. Enzo hat die Fähigkeit, will ich es nicht nennen, aber er hat die Passive-Fähigkeit, dass der Tresor mehr Zeit hat, ihr das Minigame besser schafft und dass mehr Loot aus diesem Tresor kommt. Das bedeutet für alle da draußen, ihr solltet früher oder später, wenn ihr dazu kommt, die Tresore zu farmen, auf jeden Fall euch Enzo besorgen, egal ob ihr ihn jetzt kauft im Shop oder euch selber erfarmt. Ich kann euch sagen, das Erfarmen hat zumindest mal bei mir extrem lange gedauert. Der ist bei mir aktuell im Labor. Hat richtig lange gedauert, bis ich den zusammen hatte. Also gibt es ein paar Dinge, da hatte ich echt wenig Luck. So, da ist der Dude. Ich werde den jetzt hier eh mal forschen. Dauert noch 16 Stunden. Aber dann geht's los in die Tresore. Jetzt die nächste Frage natürlich: Wo kriege ich diese Code-Analysatoren und Code-Brecher her, die man ja braucht, um die Tresore aufzumachen? Und da gibt es einen Ultra-Farm-Spot, wo ihr nicht nur diese Codes super schnell bekommt, sondern auch unfassbar viel Loot, 300.000 Kuiper pro Stunde, mega viele Module, mega viele verschiedene Items, Waffen und so weiter. Dafür geht ihr in der Karte auf unfruchtbares Land. Am besten natürlich Schwierigkeitsstufe schwer, wenn ihr die schweren Codebrecher haben wollt. Also ihr findet nicht auf schwer die für normal und auch nicht andersrum. Also die Schwierigkeitsstufe, die ihr braucht für den Code bzw. den Tresor, den ihr aufmachen wollt. Und dann ist das hier bei Feldsturz direkt die erste Mission. Stelle des vermuteten Hinterhalts. Da gehen wir jetzt auch einmal hin. Diese Mission geht ultra schnell. Der Endboss, also das letzte Monster, was kommt, hat eine Möglichkeit, so einen Codebrecher fallen zu lassen. Und ihr kriegt unfassbar viel Loot. Und die Mission ist halt auch noch ultra kurz. Am besten macht ihr das Ganze auch noch in einer Gruppe. Bedeutet mit 2, 3 oder 4 Leuten. Und farmt dort einfach mal richtig lang. Wir haben es gestern im Stream auch gemacht. Und da kam so unfassbar viel Loot bei rum. Wenn ihr jetzt auch seht, wenn ich alleine bin, am besten macht ihr das auch noch mit Bunny, damit ihr diesen AOE-Damage habt. Aber ich kann das ohne Cut hier einmal durchmachen. Die Mission geht wirklich so schnell.
und ist auch tatsächlich nicht so schwer. Es kommen ein paar Gegner, die müsst ihr halt umhauen. Und wenn ihr das gemacht habt, kommt der Endboss. Und dann ist die Mission schon wieder vorbei. Ich mache die mal eben mit euch zusammen durch, ohne Cut, damit ihr auch wirklich seht, wie kurz diese Mission ist. Im Prinzip einmal hier so einmal rum. So, das dürften jetzt schon die letzten Gegner sein. Und jetzt müsste der Boss kommen. Genau, eliminiere das erscheinende Ziel. Da ist der Boss. Den noch down machen. Und die Mission ist vorbei. Das war's. Und dieser Boss kann dann so einen Codebrecher fallen lassen. In meinem Test würde ich so sagen, so irgendwas zwischen 10 und 20% Chance. Und jetzt könnt ihr entweder direkt wieder dorthin laufen und starten. Ihr könnt aber auch die Missionsergebnisse anzeigen lassen. Und dann unten rechts auf Mission neu starten klicken. Und dann wird die Mission auch sofort neu gestartet und ihr erspart euch ein bisschen den Weg. Müsst ihr ein bisschen selber schauen, was für euch am schnellsten oder einfachsten ist. Und dann könnt ihr die Mission einfach sofort wieder machen. Und so super viel Loot farmen, super die Codebrecher farmen, um dann endlich auch die Tresore farmen zu können. Ich wollte euch jetzt noch einmal zum Schluss den ultrapräzisen Code-Analysator zeigen. Der ist nämlich ohne Enzo wirklich schwer und da sieht man auch nochmal, wie wichtig es ist, dass ihr Enzo dabei habt. Das Feld ist sehr gering, damit ihr es trefft. Und jetzt, wenn ihr es nicht trefft, verliert ihr sehr viel Zeit. Und der ultrapräzise Analysator ist weg. War jetzt natürlich nur zur Demonstration. So, offen ist er. War echt schwer ohne Enzo. Also holt euch unbedingt Enzo und macht das nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gerne ein Follow dalassen. Wird schon in nächster Zeit noch ein paar Sachen zu The First Descendant geben. Gibt hier unfassbar viel, worüber wir reden können und müssen. Würde mich wie immer über ein Like auf dem Video freuen. Sag bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.